Was geht ab, YouTube-Freunde? Hier ist euer Face wieder mit einem frischen Let's Play zu Resident Evil Village. Ja, wir starten die nächste Folge. Ich habe mich ja in den letzten Folgen nicht so gut angestellt. Man merkt auf jeden Fall, dass ich nicht in diesem Resident Evil-Universum drin bin. Ah, ich hoffe, ich mache es diesmal besser. Wir sind im Schloss von dieser Madame bla bla bla. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt. Wollen unsere Tochter retten. Und ich gebe mein Bestes. Viel Spaß mit dem Video. Wir beginnen jetzt. Mit bla bla rufen Sie die Karte mit Ihrem derzeitigen Ziel sowie Ihr Notizbuch, bla bla, okay. Ja. Also oben links sind immer die Ziele, ne? Im Schloss nach Rose suchen, genau, meine Tochter. Gebäudepläne, Häuser des Dorfs. Also die Karte haben die schon cool gemacht. Das finde ich aber trotzdem ein bisschen. Also ich muss da noch die Orientierung finden. Gebäudepläne. Notizbuch. Naja, okay. Ich muss aber noch einmal, wie kann ich denn hier. Okay, hier ist meine Knarre. Ich muss mal so ein bisschen klarkommen. Kennt ihr das? So nochmal einmal alles so abchecken. Man weiß das eigentlich, aber so diese Faxen einfach machen. Okay. Boah, die Grafik ist aber krank. Dreieck war es, genau. Kann ich schon Sachen herstellen? So. Weinglas, nimm mal mit. Hatte ich das in der letzten Folge übersehen? Ganz schlecht. Okay, jetzt muss ich nur kurz gucken. Okay, hier wieder raus. Ah, okay, dafür brauche ich einen Dietrich. Boah, man kann ja aber auch wirklich alles untersuchen. Die Frage ist halt nur, ob sich das lohnt. Ah, ich muss hier raus. Jo. Ah, ein Jumpscare wird kommen. Ich weiß halt nicht. Ich gucke natürlich wie so ein komplett lustiger Typ überall rum, wo man was einsammeln kann. Ring mit rostrotem Auge. Achso, warte mal, hier waren wir ja schon. Aber warum kann ich denn alles nochmal öffnen? Habe ich das jetzt hier nicht gespeichert? Hatte ich? Hm. Das habe ich hier schon alles gemacht mit der Vitrine, mit dem Glas. Das finde ich gerade komisch. Ich hatte mich eben schon gewundert, warum ich jetzt alles wieder öffnen kann. Hatte ich doch alles schon gemacht. Genau, die Dinger konnte ich kaputt machen. Was heißt, ich verstehe immer nicht, was dieses Rote heißt. Rot bedeutet doch, also wenn eine Map rot angezeigt wird, dann heißt es doch einfach nur, dass man hier noch was entdecken kann. In dem Fall wäre das wahrscheinlich das Ding. Deswegen ist dieser Raum noch nicht blau markiert. Okay, das verstehe ich. So braucht man dann, glaube ich, nicht unnötig suchen. Aber komisch, dass er das nicht gespeichert hat. Also das mit dem Schloss, das passt, aber die ganzen Schubladen etc. hat er eigentlich geöffnet. Wo haben Sie Rose hingebracht? Okay, sieht so. Haupt, Alter, oh mein Gott. Ist das nicht der Händler? So sieht man sich wieder. Duke, was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt.
Und? Hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Ja, Dimitrescu. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos Umsehen. Brauchst du irgendwas? Nee, du bist mir viel zu teuer. Genau, die Lady Dimitrescu. Ist das nicht diese 2-Meter-Frau? Okay, wieder Text, was ich mir nicht durchlesen werde. Da ist eine Öffnung, in die wohl etwas Rundes gehört. Wahrscheinlich Ring mit... Nee, oder? Nee. Ah. Da kann ich dann wahrscheinlich so einen Weg öffnen. Mit dem richtigen Timing. Muss ich dann immer so speichern? Weil ich meine, ich habe das letztens eigentlich gemacht. Aber nee, kann ja nicht sein, ne? Naja, ist ja egal. Okay, was haben wir hier? Da ist ein Shop und zum Speichern. Naja, gehen wir mal weiter. Ich ziehe aber meine Knarre. Jawoll! Nee, war doch keine Schrotflintenmunition. Ah, Herzrasen, wieder ist mir ein bisschen zu ruhig hier. Eigentlich wollte ich nicht so viel reden in der Let's Play-Reihe von Resident Evil, damit so diese Horrorstimmung aufkommt, aber ich erwische mich immer dabei, wie ich das gerne mache, um mich so ein bisschen abzulenken. Okay. Verschlossen, dann gehen wir mal nach oben. Ja, Leute. Oh Gott. Was ist da? Zu leise, Leute, zu leise. Für eine besondere mit Blumen verzierte Flasche. Kann ich alles nicht machen? Ich habe ein Familienfoto. Und ein Ring. Okay. Dann hätten wir noch hier einen Raum. Oh mein Gott, sehr dunkel. Ah, okay. Ich glaube, die Vasen sollte ich mal öfter zerstören. Oh, okay. Da gibt es aber keinen. Keine X-Taste. Verschlossen. Man kann bei solchen Kommoden irgendwie immer nur die rechte Schublade öffnen. Jawohl. Eines der Augen. Ah, okay. Das wird genau dieser. Was? Hm. Ja, okay, passt nicht. Ich dachte vielleicht das Auge hier, aber eigentlich. Hätte ich jetzt gedacht. Ring mit Auge und ein Auge fehlt. Okay. Hier kann ich dann jetzt erstmal nichts machen. Aber was wollt ihr dann von mir?
4 Engelsbüsten. Kann ich hier was machen? Jo. Ah, schon wieder so ein Ding. Hier ist ein so ein Teil. Okay, aber da kann ich hier nichts machen. Oh Gott, wie ich merke schon, wie oft ich die Karte aufmache. Alles verschlossen. So, haben wir hier was? Okay, auf diese Vitrinen muss ich achten. Ich kann das Glas nämlich kaputt machen. Und die Gegenstände dahinter nehmen. Okay, ich bin wieder mal sehr lost unterwegs. Fängt ja wieder gut an, die Folge. Okay. Hier rechts, da kann ich noch nicht hin. Okay. Das ist die Haupthalle. Kugellabyrinth. Da sind wahrscheinlich immer so... Im Schloss nach Rose suchen. Okay. Ach, Lady Dimitrescus Gemächer finden. Schlafgemach, hat das was damit zu tun? Wollen wir mal dahin? Hier komme ich wahrscheinlich nicht lang, war ja verschlossen. Muss ich aber so einen kleinen Umweg machen. War hier hinter was? Hier durch. Also war ich doch schon wieder eigentlich richtig und habe wieder so unnötige Wege gemacht. Entriegelt. Achso, hä? Mir kann doch keiner erzählen, dass jetzt vorher hier nicht war. Ich werde verrückt, Leute. Mädchen bei der Ernte. Ja doch, hier war ich doch. Genau. So. Und hier war ich doch auch. Ah, nee. Mist, ich dachte schon. Ich kann nichts machen. Oh mein Gott. Was war das? War ich das? Sehr, sehr lost unterwegs. Erdgeschoss. Dann müssen wir mal wieder zur Haupthalle. Und ich möchte auch mal hier die Tür von dieser Seite aufmachen, damit ich immer diese Abkürzung verwenden kann, wenn das geht. Aufschließen. Jawohl. Jetzt müsste diese Seite auch blau markiert sein. Stimmt's? Ja. Da kann ich nicht hin. Die Tür ist da verschlossen.
von der anderen Seite verschlossen. Jetzt muss doch hier irgendeinen Weg geben. The Village. Leute, ich check's nicht. Ich bin, glaube ich, echt zu blöd für das Spiel. Hier kann ich doch nichts platzieren. Ich habe ja nur das. Mein Familienfoto muss ja bestimmt nicht reinschicken. Oder wichtiges. Ich kann auch die Kategorie nicht wechseln. Untersuchen. Ein Edelstein in Form eines Auges ist lose in diesen Ring eingebracht. Er ließe sich sicher leicht entfernen. Ja, okay, wie denn? Jo, warte mal, das ist doch mal ein guter Hinweis. Ich will's entfernen. Einmal kurz beruhigen. Ich muss öfter auf die Beschreibung achten. Hätte ich das nämlich vorher gelesen, das ergibt jetzt Sinn. Ja, ich. Okay, komm, nicht aufregen, wir machen weiter. 15 Minuten meines Lebens verloren, ist nicht schlimm. Alles gut. Einfügen, geschafft. Ja. Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Ich fessel dich. Schlitz dich auf. Hey, hey, und hey, hey. Einfach zu. Willst du tot oder lebendig verspeist werden? Alter. Ja. Ich will meine Munition verschwenden. Was willst du von mir? Was mache ich denn jetzt? Ist sie weg? Alter. Alter. Hey, geh doch bitte weg, nicht Mann. Auszuhalten, dieser Hunger. Geh doch bitte weg. Wohin denn? Ich hab Angst. Hier links. Was soll ich machen? Was soll ich mit einem Familienfoto? Ich muss da raus, bitte da raus. Ich kann nicht raus, ich kann nicht raus. Ich kann nicht raus. Du bist ein Licht. Wo muss ich denn hin, Leute? Schlüssel. Ankleidezimmer. Schließ. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, hier. Kommt sie hier? Ich will nicht lesen. Oh mein Gott, Leute. Panik. Panik. Oh mein Gott. Aber hier nehme ich lieber meine Schrotflinte. Oder doch nicht.
Resident Evil Village ist anders gruselig. Soll ich da rein, wo sie reingegangen ist? Oder wäre das Selbstmord? Okay. Okay, das sieht ja cool aus. Das ist geil. Vertraue auf das Licht. Okay, genug vertraut. Aber diese Message wird eigentlich schon noch was zu bedeuten haben. Moment. Vertraue auf das Licht. Aber ich finde schon krass, dass das so, das Weiterkommen schon irgendwie so ein bisschen kompliziert gestaltet ist. Also nicht eigentlich nicht negativ gemeint, dass man echt nachdenken muss, was man macht. Da sind viele Rätseleinlagen. Und ich bin gerade nicht der Passende dafür. Also ich check echt wenig. Also, vertraue auf das Licht. Ich muss das irgendwie irgendwo hinmachen. Ah, Moment mal. Nee. Ich dachte, das Wort, man könnte es anschubsen. Ja doch, mit etwas Wurst könnte man es anschubsen. Aber wohin denn? Ach, ich brauche nicht dagegen schlagen, ich kann auch dagegen laufen, okay. Aber guck mal, der Ansatz war schon mal gut, da habe ich jetzt vernünftig nachgedacht. Ich habe ja schon, ich habe natürlich mit dem Messer das falsch gemacht. Ich hätte einfach ranlaufen sollen, dagegen laufen sollen. Aber ich habe mir schon irgendwie so gedacht. Ja, cool gemacht, also coole Rätsel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Die Wandmalerei macht es nicht besser. Boah, was passiert hier, Leute? Was ist das hier für ein krankes Schloss? Irina, gesunder Appetit. Michaela, gesunder Appetit. Luis, gesunder Appetit. Ingrid, Instabilität, übertrieben aufgeweckt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße.
Aber lass mich hier raus, Leute, bitte. Kommt das Geräusch? Metallreste. Oh mein Gott, ich habe Angst. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Drei Jahre? Okay. Oh Mann. Wo muss ich denn lang? Oh, wo kommst du her? Woher? Drei Schuss. Okay. Hallo? Hi. Freundet war wahrscheinlich nicht. Nachdenken könnt ihr wahrscheinlich gar nicht. Stimmt's? Er lebt nach dem Kopf. Kein Schuss mehr übrig. Oh mein Gott. Die Steuerung ist aber zum Ingrids Halskette, okay. War das Ingrid jetzt? Boah, die Steuerung ist aber so ein bisschen schwammig, aber ich glaube, das ist so typisch Resident Evil, kann das sein? Okay, wie viele von diesen Viechern kommen jetzt hier? Ich denke mal, das reicht erstmal, oder? Achso, ist so ein paar getötet. Was? Kann ich mir hier, Okay, ein paar Pistolenmunition ist hier klar gemacht. Komm her. Bringen Kopfschüsse was? Anscheinend nicht, ne? Okay, die finde ich aber um einiges einfacher als die noch, als ich im Dorf so unterwegs war. Da waren die Zombies so also ein bisschen sportlicher, muss ich sagen. Wo bin ich hier genau? Oh mein Gott. Aber auch nichts alleine geregelt. Ich muss wieder abhauen, ne? Lass mich doch raus. Oh. Wo muss ich denn hin? Möchtest du sterben? Ich möchte nicht sterben.
Wo muss ich denn hin? Hier raus? Komm, 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 bitte lass mich einfach raus. Oh mein, ist das dein Ernst? Deine Kugeln können mir nichts an. Du dreckige Missgeburt. Nimm mich mit, danke. Ich muss weg. Nee, ich kann nicht weg. Dafür wirst du büßen, du Bastard! Du wagst es, uns herauszufordern? Ja, aber was soll ich denn machen? Ich will dich doch gar nicht herausfordern. Oh mein Gott. Du greifst mich doch an. Ich stopfe deine offene Kehle mit Würmern. Gib auf! Das kann nicht sein! Oh, nicht Gott. So! Ich will doch... Ich dachte, meine Kugeln können hier nichts. Das hat irgendwas hier mit dem Wind zu tun. Oder mit dem Licht. Ich möchte meine Munition ungern ausgeben. Okay. Oh, cool. Schön alles mitnehmen. Ja, wo habe ich denn hier so einen Dietrich, Mensch? Rückstoßkompensator. Mit Spezialtümer können Sie im Inventar Ihre Waffen aufrüsten. Wichtiges. Schätze. Teil ausrüsten. Jetzt hier zum Beispiel. Ah. Okay. Warum kann ich die nicht stapeln? Untersuchen. Naja. Okay, man kann auch hier so Mods draufballern. Auf die Waffen. Geil, ich habe einen Dietrich. Wenn ich es jetzt einmal verwende, dann ist es weg, kann das sein? Dietrich. Ich glaube, dann ist das Teil weg. Jetzt brauche ich für die ganzen Vorrichtungen in den anderen Räumen. So, ist mein Dietrich weg. Rohrbombe. Oh, ich habe eine Rohrbombe hier unten, ne? Okay. Okay. Kann ich nicht viel machen. Habe ich hier was? Oh, ich habe permanentes Herzrasen. Weil jeden Moment wieder irgendwie so eine komische Frau kommen kann. Ah. Hofschlüssel. Okay. Meinen Dietrich habe ich nicht mehr, aber
Aber und dann so einfach Brain AFK. Auch nicht schlecht. Also eine Weinflasche mit silbernen Blumenornamenten. Sie scheint schon ziemlich alt zu sein. Eine Weinflasche. Wir hatten noch hier was. Kugellabyrinth. Irgendwas hatte ich hier doch. Im Schloss nach Rose suchen. Ist immer noch nicht fertig. Gehen wir mal zurück. Hier kann ich auch nichts machen aktuell, ne? Ich habe nur die Weinflasche, aber ich meine, ich habe irgendwas gehabt mit so einer Flasche. Weil du mir stets ein treuer Kunde warst, konnte ich meinen Service erweitern. Ne, hier auch nicht. Etwas Rundes gehört da rein, aber ich hatte noch so eine Öffnung. Aber wie soll ich das denn jetzt finden? Das wird jetzt ein bisschen schwierig. Irgendwo hatte ich das. Das weiß ich. Irgendwo hatte ich was. Also ich meine, irgendwas muss ich ja mit der Flasche machen können. Mal was hier. Brauche ich wieder so einen Dietrich. Ein Dietrich. Okay, da war nichts. Okay, ich soll die vier Engel finden. Okay, hier kann ich erstmal nichts machen. Kugellabyrinth plus der Kaufmann. Hier waren wir auch mit einem Dietrich, das geht nicht. Empfangszimmer. Da war es nicht, ne? Ich glaube, im Empfangszimmer war es nicht. Brauche ich eigentlich gar nicht hinlaufen. Aber ich guck mal trotzdem. Vielleicht doch. Es sind insgesamt drei Töchter. Das sind doch diese komischen. Okay, hier war es auch nicht. Und eine Tochter habe ich jetzt getötet. Okay, wir sind in der Haupthalle wieder. Hier war es auch nicht. War es in der Haupthalle oben? Viel bleibt mir ja nicht mehr. So. Weinzimmer. Ja. Ich hätte natürlich die Etage wechseln sollen. Ach. Ja, ich komme so langsam rein. Das hätte ich das jetzt früher gewusst. Also ich wusste es früher mit diesem Etage wechseln, aber ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht. Aber beim nächsten Mal sitzt das dann wahrscheinlich, dass ich einmal kurz alles durchgehe. Ich habe mich schon gewundert, warum die markiert waren, aber dieser. Das Weinzimmer nicht, weil da war ja irgendwas, das weiß ich. Genau, silberner Flaschenständer. Ich komme schon rein. Genau das Teil meine ich. Und da kommt es wahrscheinlich rein, ja. Schießpulver nehmen wir mit. Hofschlüssel. Jawohl. Okay. So, wir können jetzt raus zum Hof. Wo ist denn hier unser Kaufmann? Er schläft, ja schon, woher kommt das Geräusch? Du möchtest etwas kaufen? Ja. Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an. Waren, was ist denn bei Waren?
Boah, wie teuer. Flintenmunition. Kostet ein Schuss 3000 von diesem Lay oder Lei. Ankauf. Was ist das? Okay. Wo konnte ich denn nochmal verkaufen? Achso, wählen Sie Objekte, die Sie verkaufen möchten. Achso, okay. Die Frage ist nur, sollte ich die verkaufen? Schätze. Schätze bringen ja sonst nichts, ne? Also Schätze, egal welches Spiel ich spiele, Schätze sind immer nur dafür da, die zu verkaufen. Oder nicht? Ich habe jetzt Angst. Doch, müsste aber so sein. Bestätigen. Gegen, ja. Okay, die Dinger verkaufe ich nicht. Die Sicherstellung von Waren also, hat oberste Priorität. Was ist denn eine Werkstatt? Ah, okay. Feuerkraft. Und sowas sollte man schon sofort hochstufen, ne? Denke ich mal. Mache ich das? Komm, ich mach meine Pistole mal besser. Mach ich einfach mal. Brauch ich doch. Ah, schon gut. Das war's. Feuerrate. Nachladegeschwindigkeit. Machen wir mal so ein bisschen hoch. Magazingröße. Aha. Ja. Alles besser gemacht. Das gleiche auch hier. Geht nicht. Aber. Nach Magazingröße. Ne, komm, machen wir noch nicht. Aber die Pistole haben wir jetzt verbessert. So, und dann gehen wir auf Waren. Flintenmunition. Boah, nur einen Schuss kann man holen. Das ist schon dreckig. Minen. Ah ne, Flintenmunition. 1000? Hä? Da hattest du ein Auge drauf, was? So. Ich weiß nicht, ob ich Scheiße gebaut habe oder nicht, aber ich habe jetzt mal ein bisschen eingekauft. Bis nächstes Mal. Okay, 4 Schuss für die Flinte. Okay, meine Pistole hat genug Munition, ist komplett ausgerüstet. Die Upgrades sind auch drin. Ja, wir sind jetzt auch passend dann hier beim Händler mit der Speicherfunktion. Und das nutze ich jetzt auch mal, um die Folge zu beenden, ganz entspannt. War ordentlich, war ganz turbulent die Folge, richtig geil. Die eine Frau hat mir wieder Angst gemacht. Ich weiß nicht, ob ich sie getötet habe. Naja, werden wir dann wohl in der nächsten Folge oder so erfahren. Mal gucken, wie es weitergeht. Wir haben den Schlüssel zum Hof und ich bin ziemlich aufgeregt. Ja, danke fürs Zuschauen, abonniert den Kanal, um mich zu supporten, aktiviert die Glocke, damit ihr definitiv die nächste gruselige Folge nicht verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ich bin's, euer Face. Ciao.